Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Der kleine süße Minator, der ist hier immer noch schön kräftig am Bohren. Oh, da hinten ist ein cooler Wasserfall. Insgesamt ist das hier ein ziemlich cooles Biom. Das grenzt ja hier an dieses an. Also wenn wir dann irgendwann unseren Jetpack haben. Boah, hier meine Ölpipeline. Dann müssen wir wirklich mal in diese Richtung. Ich glaube, da gibt es ziemlich coole Sachen. So, jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen was von dem Schwefel raus. Gleich ist es soweit. Sieben, acht, neun und 100. Zack, und weiter geht's. Ach, jetzt hätte ich hier diese Rüstungswerkbank. Hey, jetzt raucht er gar nicht mehr. Warum raucht er jetzt nicht mehr? Komisch. Die Rüstungswerkstatt hätte ich hier eigentlich lassen können. So. Die kann ich hier eigentlich echt lassen, ja. Die passt hier sogar eigentlich sehr gut hin. Muss natürlich rot sein, muss ja gekennzeichnet sein, dass es meine ist, genauso wie der hier. Geht nicht, schade. So, dann kann ich nämlich jetzt theoretisch schon mal... Ach nee, uns fehlt... Ach ja, uns fehlt Kohle. Kohle ist auf der ganz anderen Seite. Na gut. Ah, oder hole ich mir Kohle? Und komm nochmal hierher. Bis dahin hat er wieder 100. Ja, komm, mach ich so. So, hier, stückweise runterhüppen. Tut nicht ganz so weh. So, dann gehe ich mir nämlich jetzt mal Kohle holen. Wenn sich die Kamera dann irgendwann wieder zentriert. So, wo geht's runter? Hier, glaube ich, ne? Ja, hier geht's runter. Sehr schön. Ach, für die Kohle kann ich, glaube ich, eh in diese Richtung. Also einmal hier drüber heizen. Über meine Ölfässer. So, jetzt ist die Frage, komme ich da rüber? Von hier? Ja, ich weiß, da sind überall Beeren und Nüsse. Aber die brauche ich jetzt gerade gar nicht. Da geht's lang. Huch, was war da? Hier ist nochmal Eisen. Eisen, das ist zum Scheißen. Hier komme ich, glaube ich, nicht mehr zurück, wenn ich hier lang fahre, oder? Außer außenrum. Ja, komm, dann fahre ich außenrum. So. So hin und außenrum zurück. Das ist ein bisschen gefährlich, was ich hier mache. Aber nur ein bisschen, wa? So, jetzt müsste ich hier irgendwie durch. Und dann hier entlang. Okay, das geht.
Oh, das war jetzt gerade knapp. So, ich hol mal von den Kraftwerken. Da müsste genug Kohle drin sein. Komme ich da nicht ran? Doch. Kann ich die Kohle da nicht rausholen? Doch. So, dann hole ich mir hier auch nochmal 100 raus. Hier auch noch. So einfach klaut man sich die Kohle aus den Kraftwerken raus. So, das müsste eigentlich erstmal reichen. Schätze ich mal. Die sind gerade so schön im Weg, die kann ich mitnehmen. So, jetzt meinen Buggy wiederfinden. Mein Explorer, da ist er. So, und jetzt irgendwie wieder das war auch gefährlich gerade. Ach, hier meine Plastikschmelze. Stimmt. Eine Produktion, die nach außen verlagert wurde. Aber sonst habe ich mich hier ganz gut gehalten. Kann ich das Ding umfahren? Nee. Was passiert, wenn ich das ernte? Komm. Weißt du was? So, und jetzt? Ein seltsames Alien-Objekt mit unmöglicher glatter Oberfläche. Nicht fertiggestellt. Dieses Objekt zu analysieren bringt Ihnen nichts. Aber es hört auf, Geräusche zu machen. Das ist cool. Vielleicht sollte ich die alle sammeln. Dann hören die auf, blöde Geräusche zu machen. Ich kann es ja wieder wegschmeißen danach. So, hier müssen wir lang. Ach ja, ich mag diesen Explorer. Ein wunderbares Gefährt. So, hier so ein bisschen schräg drüber fahren. So. Wunderbar. Ha! Wie eine Eins. So, und dann geht's hier irgendwo durch. Durch dieses unwegsame Gelände. So, und wo ist jetzt mein... Da oben. Moment mal, ich will mal was probieren. Da drüben ist ja die Absturzstelle. Kommt man da ran? Ich glaube, hier gibt es sowieso nichts zu holen an dem Ding. Naja. Denn selbst mitten, selbst wenn ich mitten mit dem Ding, mitten in so eine Giftwolke reinfahren würde, ich müsste immerhin noch aussteigen und dann irgendwas machen. Entweder die Schnecke holen oder eben halt an der Absturzstelle rum. Was soll das? Oh nein! Au! Oh. Ist der jetzt zu blöd zum an so einem Mast hochklettern oder was? Warum hüpft der zur Seite weg? Was soll denn der Scheiß? Sowas Dämliches. Und dann... Ich dreh noch durch. Will der mich verarschen?
So. Und du gib dein gutes Zeug preis. So, dann mache ich mir ein bisschen Schwarzpulver. Mal schauen, wie viel wir machen können. Aber ich glaube, wir kriegen da doch ein bisschen was hin. Sogar. Eine Kohle, zwei Schwefel. Naja. Ja, doch, werden schon ein paar. Dann kann ich hier vielleicht sogar die Obelisken machen. 50 Stück brauche ich. Aber ich habe schon 8, also eigentlich nur noch 42. Und Kohle reicht auf jeden Fall. Nur das Schwefel, das wird nicht reichen. Aber während ich hier baue, sollte der auch ungefähr in gleichem Maße, nee, nicht in gleichem Maße, aber in ähnlichem Umfang Schwefel bohren. So. Okay, und wie viel Nobelisken können wir machen? 13 Stück. Warum? Wegen Schwarzpulver oder was fehlt dann? Signalisatoren sollten genug sein. Ach, es fehlt an diesen Rohren. Ah, ja, Moment mal. Die haben wir doch bestimmt mit dabei, oder? Mal in den Kofferraum reingucken. Oh, nee, haben wir nicht mit dabei. Naja gut, dann würde ich die mal holen. Aber ich hole vorher noch mal ein bisschen Schwefel ab. Dass der hier sauber arbeiten kann. Der kleine Kerl. So. Dann gehe ich mal diese Stahlrohre holen. Kamera, die ist komisch. So, jetzt ist er, glaube ich. Ist er jetzt wieder zentriert? Weiß ich gar nicht. Da kann ich ja hier durchfahren, eigentlich. Komm schon. Heiz drüber übers Förderband. Also, Öl kommt da definitiv genug an. So langsam wie das läuft. So. Lass mal. Was wollte ich jetzt? Rohre. Achso, kann ich ja hier holen. Ach ja, ich habe ja da ein breites Tor reingemacht. Stimmt, ich komme ja jetzt hier bis an den Ort des Geschehens. Sehr geil. Herrlich. So, Rohre. Rohre? Hier. Nehmen wir mal 100 mit. Obwohl, nehmen wir so viel mit. So. Und los geht's. Jetzt könnte ich... Nee, da brauche ich Strom. Wollte ich gerade sagen, jetzt könnte ich Material mitnehmen für Förderbänder und für so Sachen und dann da tatsächlich einen richtigen Miner hinzubauen. Aber dann müsste ich von hier Strom mitnehmen.
Beziehungsweise, ich habe ja hier irgendwo Strom. Hier hätte ich Strom, da müsste ich den Strom mitnehmen. Aber so viel Schwefel brauchen wir nicht. Außer später. Gut, dann kann ich natürlich immer noch da ein Förderband hinlegen. Und mir von da den Strom abzwacken und dann halt, ja, da oben. Huch. Da oben den Bohrturm platzieren, der uns da immer schön mit Schwefel versorgt. Aber ich glaube nicht, dass wir viel Schwefel brauchen werden. Jetzt natürlich für dieses Ding. Aber dann habe ich es jetzt mitgenommen. Ja, ich habe es mitgenommen. Für die Nobelisken, die wir jetzt brauchen, für den Meilenstein und ich glaube für den nächsten Meilenstein dann auch oder fürs Gewehr oder ich weiß nicht, da brauchen wir dann vielleicht auch noch ein bisschen was. Aber das holen wir uns jetzt alles hier von unserem kleinen Freund. So, mehr Black Powder. Und ich glaube mit der Menge an Black Powder, da können wir dann auch sehr viel Nobeliske machen, beziehungsweise dieses Schießgewehr-Zeug. Munition. Die Gewehrmunition, so wollte ich sagen. So, 33, 34, 35 Nobeliske können wir machen. Und wir haben schon 21, das heißt, wir haben die 50 dann schon voll. So. Ich mache fröhlich mal noch welche. Mache ich mehr als die 50? Ich weiß nicht. Ja, wozu brauchen wir das Zeug sonst? Da mache ich die. Einfach die voll, die wir haben. Jetzt hätten wir schon die 50. Ah, okay, das ist ein Stack, deswegen 50. So. 50 Nobeliske haben wir in der Tasche. Dann hole ich mir hier nochmal den Schwefel. Der kann schön weiter buddeln da. Der Kleine. Ja, komm runter. Ui. Und wir gehen Meilenstein erforschen. So, wo fahre ich runter? Oh, hier. Ist da eine Schnecke, sag mal? Ach nee, das ist nur, okay, das ist nur Gras gewesen. Ein sehr helles grünes Gras. Oh, hier drüber. Zack, komm. Ach ja, ich mag den. Ich mag den Explorer. Vor allem dadurch, dass man das Viecher nicht angreifen. Das ist noch geiler. Das ist ein richtig geiles Feature, dass man da drin sicher vor den Viechern ist. Und wenn die Viecher tot wären, wenn man sie überfährt, das wäre natürlich noch besser. Da könnte man sich die Viecher nämlich schön vom Leib halten, indem man sie einfach platt fährt. So, ich lasse den einfach mal hier stehen. La 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 la. Meilenstein, Meilenstein. 50 Nobeliske. Verstärkte. Ah ne, das sind normale Rahmen. Dann der Kabel. Und. Was ist das? Turbodraht? Nein, normaler Draht. Ja. Ja, dann muss ich nochmal einkaufen gehen. La 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 la. Und zwar, hier ist der normale Draht, 3000. Das heißt, 500.000, 1500, 2000, 2500, 3000. Und den Rest, naja gut,
den muss man dann halt, ja, zurückbringen. Was noch? Kabel. Jetzt habe ich gerade, jetzt war ich gerade komplett irritiert, weil hier mein Handy liegt hier neben mir dran und ich habe hier was. Los Ossos, was für ein Typ. Einen Kommentar gekriegt. Der hat mich gerade etwas verwirrt. Weil ich nicht richtig lesen konnte. So, pass auf. Zack. Zack. Wie viel? 100. Und 500 brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5. Oder so. Und noch Rahmen. Ja, wie viele? Ach, ich nehme einfach mal hier einen 50er mit. So. Muss ich nachher mal den Kommentar lesen, der mir hier aufgeplöppt ist. Aber jetzt gerade im Moment kann ich nicht. Kann ich leider den Kommentar nicht lesen. Nachher dann, bevor ich ins Bett gehe. So, 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 so. Und so. Und so, 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 so. So, so. Und es geht los. Einmal nochmal durchsortieren und zack. Milestone unlocked. Rifles can now be crafted at the workbench. They require cartridges to function. I am now obligated to inform you of fix-it rifle policies. Patrone. Note, aim the barrel Gewehr. Away from your body. It is the part with the hole in it. Note, assume all alien life is hostile. Note, R&D's Ballistics Lab has a recommended music playlist on Fixit servers. Eine empfohlene Music Playlist auf den Fixit Servern. Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wir haben schon 10 schwere Rahmen. Wie viel brauche ich? Ich nehme mir die 10. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich nehme mir auch die hier. Nein. Ja, und ja. Jetzt sind es 12. So ist es, wenn man zuhört nebenher und nicht mitliest. Beziehungsweise sich nicht merkt. 3. Ich hätte 3 gebraucht. Okay, ich brauche Platinen. 20 Platinen. Und noch ein bisschen schwere, harte Rohre. Ich brauche 3 verstärkte Rahmen. Keine 10.000. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wo sie waren, sonst würde ich sie zurücklegen. Aber, ja. Und was brauche ich noch? Och, Mann. Rohre, ne? Irgendwie so. Ich glaube, Rohre waren es. Und was noch? Platinen? Oha, haben wir viele Platinen. Und was noch? Computer? Keine Ahnung. Ach Mensch. Oh. Das ist blöd, dass man sie... Ah, Moment, das kann man sich bestimmt auch anzeigen lassen. Bevor ich dann nochmal 5-mal renne. Okay, jetzt geht's. Es waren Rohre, tatsächlich. Okay. So, wir haben es im Inventar. Wir sind aber mittlerweile bei 24 Minuten Folgenlänge. Das heißt, wir machen jetzt eine Folgenpause. Sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier bei Satisfactory. Und dann, stehe ich mal hier hin. Und zwar damit. Ich weiß gar nicht, warum haben wir hier nichts drin? Ist da nicht normalerweise was drin? Hm. Oh, Junge. Oh. Da fällt mir gerade was auf. Und zwar, da wo der kleine Schlüsselanhänger hängt, da muss, glaube ich, noch was rein. Also in dieses Fach. Munition. Wir müssen noch Munition machen. Hm. In der nächsten Folge, morgen, wenn es wieder heißt, Time to Play. Bis dann, macht's mal gut. Tschüss.